So, okay, können alle drin, können wir anfangen, ne? Okay. So, ist ja richtig voll geworden heute. So, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Parteifreunde, sehr geehrte Vertreter der Presse, der Medien und vor allem liebe Patrioten. Genau. Als allererstes möchte ich mich herzlich bedanken bei Ihnen allen, dass Sie so zahlreich unserer Einladung gefolgt sind. Lauter, ist zu leise, Entschuldigung. Nochmal. Als erstes möchte ich mich bei Ihnen herzlich bedanken, dass Sie so zahlreich unserer Einladung gefolgt sind und dass Sie insbesondere sehr weite Einfahrtswege in Kauf genommen haben, um heute hier zu sein. Wir haben Einmeldungen teilweise aus Niedersachsen, aus Rheinland-Pfalz und aus Hessen bekommen. Also die Leute sind richtig weit gefahren. Aufgrund der Resonanz, die wir erhalten haben, haben wir zweimal die Anzahl der Plätze hier erhöht. Wir haben also jetzt die maximale Bestuhlung mit 650 Plätzen, die wir hier haben, unten und oben. Und der Stand, den ich gerade bekommen habe, ist ausgebucht. Das heißt, wir haben 650 Leute, die heute hier sind. Mehr geht nicht. Ich möchte mich deswegen ganz herzlich bei der Stadthalle Aalen bedanken. Wir waren schon mehrfach hier zu Gast, die haben uns immer sehr freundlich aufgenommen. Und die Stadthalle Aalen, wie man sieht, die schrecken auch nicht vor den gewaltbereiten linken Gegnern draußen, die die Meinungsfreiheit unterdrücken wollen, zurück, sondern lassen die AfD hier immer wieder kommen. Herzlichen Dank dafür. Ich möchte mich an der Stelle kurz vorstellen. Mein Name ist Steffen Christ, ich komme aus dem Kreisverband Recklinghausen und ich bin Sprecher des Bezirks Münster, des Bezirksverbands Münster hier der AfD. Eine kleine Anmerkung, wir haben ja einige Gäste auch hier, die nicht Mitglied der AfD sind. Ein Sprecher der AfD entspricht ungefähr einem Vorstandsvorsitzenden. Da wir in der AfD aber eine Basisdemokratie pflegen, und der Sprecher, der ich ja nun bin, nicht seine persönliche Meinung, sondern die Meinung mindestens mal des Vorstandes oder eben auch der Gliederung vertritt, heißt er eben auch so, er heißt Sprecher und eben die Vorsitzende, weil er spricht für die Gemeinschaft. Ja. Für die Lateiner könnte man sagen, primus inter pares, der Erste untergleichen. Ja, die weiteren Vorstandskollegen, wir sind insgesamt 8 hier im Bezirk Münster, werde ich nachher noch vorstellen. Hier, die kommen auch auf die Bühne. Der Bezirksvorstand hier in Münster ist autark und ist nicht weisungsgebunden. Und wir haben einstimmig entschieden, die Veranstaltung heute mit Björn Höcke hier durchzuführen. Und ich denke, eine ausgebuchte Halle hier in Aalen in Nordrhein-Westfalen ist der beste Beweis dafür, dass das die richtige Entscheidung war, liebe Freunde. Damit bin ich auch schon beim Punkt, warum wir im Bezirk Münster hier diese Veranstaltung anbieten. Es gibt in Deutschland, denke ich mal, nur noch eine Volkspartei, die eine echte Alternative zu den Altparteien darstellt, und das ist die AfD, die Alternative für Deutschland. Die Altparteien könnte man ja auch schon als Blockparteien bezeichnen, weil sie ja nur noch eine Einheitsmeinung haben, die Meinung der Regierung, und jeden Widerstand gegen diese Einheitsmeinung diffamieren und versuchen zu unterdrücken. Die Angriffe gegen uns als AfD sind die besten Beispiele dafür. Und warum ist die AfD eine Volkspartei? Wollen wir es mal kurz erklären. Niemand würde ja bestreiten, dass die Spezialdemokraten der SPD eine Volkspartei sind. Seit Monaten liefern wir uns als AfD nun einen Wettstreit in den Umfragen mit der SPD, wer die zweitstärkste Kraft in Deutschland ist. Aktuell liegen wir knapp dahinter. Vor kurzem, im Frühjahr, im Februar, waren wir sogar vor der SPD, da waren wir in den Umfragen die zweitstärkste Kraft. Und logische Folge, wenn die SPD eine Volkspartei ist, dann ist die AfD auch eine Volkspartei, wenn wir genauso groß sind. Keine Frage.
Das Wesen einer Volkspartei ist natürlich, dass weite Teile der Bevölkerung angesprochen werden und ein breites Spektrum an Meinungen und an Themen bedient wird, vorhanden sind und man natürlich auch um die besten Wege, die besten Lösungen streitet. Trotzdem gibt es nur eine AfD. Wir gehen geeint voran, ne, und sind mit Sicherheit die letzte Partei in Deutschland, die in erster Linie und ganz gezielt die Politik zum Wohle Deutschlands, ne, und die Interessen Deutschlands vertritt und Deutschlands vertritt in der Welt. Das ist unser Ziel und das ist unsere Politik. Und dafür stehen wir ganz klar als AfD. Genauso wie unser Landessprecher Thomas Röckemann vor kurzem in Erfurt war und begeistert aufgenommen wurde, vor Tausenden von Leuten gesprochen hat, ist es selbstverständlich, dass dann im Gegenzug auch der Landessprecher von Thüringen und der Vorsitzende der Thüringer Landtagsfraktion Björn Höcke in NRW spricht. Ich denke, das ist Selbstverständlichkeit, liebe Freunde. Um auf die Thesen unserer Freunde draußen vor der Halle Bezug zu nehmen, Björn Höcke ist in Nordrhein-Westfalen sehr wohl, sehr herzlich willkommen. Die volle Halle ist ein bester Beweis dafür, liebe Freunde. Ein zentraler Anspruch von uns und Motto von uns ist ja Mut zur Wahrheit. Und gerade Björn Höcke ist in der Vergangenheit von den Medien sehr oft und sehr übel mitgespielt worden. Zitate von ihm wurden sinnentstellend aus dem Kontext gerissen oder es wurden gleich neue Zitate von ihm erfunden. Genau. Der Bezirksvorstand Münster möchte, dass jeder interessierte Bürger in NRW die Wahrheit erfährt und sich selbst und unzensiert ein Bild von Björn Höcke machen kann. Und deswegen ist er heute hier. Es ist sicherlich nicht so hochgegriffen zu sagen, Björn Höcke ist einer der zentralen Vordenker der AfD in der Partei. Schon zu Zeiten, als alle in der AfD noch mit der Eurokrise beschäftigt waren und über die Griechenlandhilfen gestritten haben, hat Björn Höcke in geradezu prophetischer Weitsicht von den Risiken einer unkontrollierten und grenzenlosen Massenzuwanderung gewarnt. Insbesondere hat er davor gewarnt, wenn diese Zuwanderung aus kulturfremden Regionen erfolgt und die Menschen einer Region angehören, die eine Integration ablehnt und die den Aufbau von Parallelgesellschaften favorisiert. Leider muss man sagen, dass 3 Jahre, nachdem Björn Höcke das deutlich ausgesprochen hat, die Realität uns eingeholt hat und die dystopischen Warnungen von Björn Höcke schon Realität sind. Auch jetzt ist Björn Höcke seiner Zeit wieder weit voraus und sein aktuelles Thema ist der Sozialstaat, insbesondere der Kollaps des Sozialstaates, der uns, wenn es so weitergeht, wie es jetzt läuft, leider bevorsteht und die soziale Marktwirtschaft, die uns den Wohlstand gebracht hat und die leider auch in hoher, großer Gefahr ist. Na, wir werden in einigen Minuten ja einiges davon hören von Björn Höcke selbst. Als letztes möchte ich noch meine persönliche Motivation auch nennen, diese Veranstaltung hier durchzuführen. Ich als Sprecher bin da maßgeblich daran beteiligt gewesen. Ich bin leider kein Gründungsmitglied der AfD, ich bin etwas später dazugekommen. Und ein ganz wichtiger Punkt war Björn Höcke. Ne? Weil ich bin eingetreten aus der tiefen Überzeugung heraus, dass nur AfD wählen nicht mehr reicht, ne? Sondern ich mich persönlich aktiv einbringen muss, um den verhängnisvollen Weg, den wir hier in der Politik haben in Deutschland, zu ändern und auf den richtigen Weg wiederzubringen. Ja, und ein ganz wesentliches Vorbild für mich war hier Björn Höcke, der sich aus Überzeugung und Patriotismus unermüdlich für sein Land, für Deutschland einsetzt. Man merkt insbesondere sofort, dass er aus tiefer Überzeugung handelt, dass er das Beste für sein Vaterland und für seine Heimat Deutschland erreichen will. Björn Höcke ist jemand, bei dem man nicht befürchten muss, dass er möglicherweise noch Weisungen aus London, Brüssel, New York oder Washington erhält. Ich selbst setze mich von Beginn meiner Mitgliedschaft hier ehrenamtlich für die Partei und somit auch für mein Vaterland hier ein
ich bekomme keine Bezüge, ich habe kein Mandat, ich bekomme auch sonst keinerlei Unterstützung, das mache ich alles aus privaten Mitteln und aus freien Stücken. Und insbesondere schrecke ich da auch vor etwas spekulären Aktionen nicht zurück. Zum Beispiel war ich ja einer der 7 Teilnehmer der Syrien-Reise, die ja, denke ich, ein sehr breites und fulminantes Presseecho erzeugt hat. Als ersten Redner möchte ich deswegen Thomas Röckemann ankündigen, unseren Landessprecher. Thomas Röckemann war ja auch mit dabei in Syrien. Thomas ist ein Urgestein unserer Partei. Er ist fast Gründungsmitglied. Er ist im April 2013 hier in die Partei eingetreten. Thomas Röckemann war Kreissprecher in Minden-Lübbecke, wurde zum Bundesschiedsrichter gewählt und diese Aufgabe hat er ausgeführt über 2 Jahre lang, bis er jetzt vor kurzem zum Landessprecher hier in Nordrhein-Westfalen gewählt wurde. Thomas Röckemann ist gelernter Polizist. Er ist von Beruf Rechtsanwalt. Er ist verheiratet, hat 4 Kinder. Ja, mit einer Frau. Muss man heutzutage ja dazu sagen. Es soll ja was anderes geben in Deutschland schon. Thomas, er sitzt im Kreistag von Minden-Lübbecke. Er sitzt im Landtag Nordrhein-Westfalen als Abgeordneter. Und ja, er ist jetzt schon da. Ja, gut, im Prinzip. Ich wollte jetzt auf die Bühne bitten, er ist ja schon da. Aus diesem Anlass bitte ich Thomas auf die Bühne. Danke. Ja, vielen Dank für die freundliche Vorstellung, Steffen Christ. Zusammen mit Steffen Christ, Dr. Christian Blex, unseren MdB Udo Hemmelgarn, den ich heute auch ganz herzlich begrüße. Und 3 weiteren unerschrockenen AfD-Leuten war ich vor kurzem in Syrien und ich kann Ihnen sagen, dass ich froh und stolz bin, solche aufrechten Menschen zu meinen Freunden zählen zu dürfen. Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich sehr über die Einladung zu der heutigen Veranstaltung und darüber, dass ich zu Ihnen sprechen darf. Vielen Dank dafür. Mein Thema heute ist die Stellung der AfD als Oppositionspartei. Noch hat es für die Regierung ja nicht ganz gereicht. Wir arbeiten allerdings daran, dass sich dies ändert. Also Opposition. Laut Wikipedia ist Opposition eine Auffassung, die im Gegensatz zu Denk- und Handlungsweisen von Autoritäten oder im Gegensatz zu einer herrschenden Meinung oder im Gegensatz zu einer Politik der Regierung steht. Wer hätte das gedacht? Ziel der Opposition kann der Wunsch nach stärkerer Berücksichtigung der eigenen Interessen oder die politische Machtübernahme sein. Im letzteren Fall kann sich die Opposition gegen ein politisches System im Ganzen richten, in dem dieses prinzipiell nicht anerkannt wird. Man nennt das Fundamentalopposition. Oder aber die Opposition tritt als systemimmanente und legale Opposition in Erscheinung, nämlich indem sie einem Parlament als Gegenspielerin der Regierung dient. Das ist die sogenannte parlamentarische Opposition. Die Zeit muss sein. In diesem Fall bekennen sich sowohl die Opposition als auch die Regierung zu den gleichen Verfassungsgrundsätzen. Nun, die zahlreichen Gesetzesbrüche der Kanzlerin und ihrer Regierung belegen, dass die Praxis hier von der Theorie in Deutschland etwas abweicht. Ich sage nur Euro-Rettungsschirm und insbesondere die unkontrollierte Einwanderung durch Grenzöffnung. Die Merkel-Regierung selbst nimmt es also nicht ernst mit ihrer verfassungsmäßigen Aufgabe. Wir alle hoffen, dass irgendwann die Zeit kommt, dass Frau Merkel und ihre willigen Helfer sich vor einem Gericht zu verantworten haben.
Nehmen wir uns Frankreich zum Vorbild. Dort wurde Ex-Präsident Sarkozy im Rahmen einer Bestechungsaffäre festgenommen. Nun droht ihm der Prozess. Liebe Freunde, das ist Rechtsstaatlichkeit. Diese Rechtsstaatlichkeit wollen wir als Rechtsstaatspartei auch in Deutschland wiederherstellen. Die Opposition nun ist weder Teil der Regierung, noch übernimmt sie die Funktion der Unterstützung der Regierungsarbeit. Wobei es gilt, auch die Zeit muss sein, zwei Typen der Opposition zu unterscheiden. Die kooperative Opposition versucht, ihre Vorstellungen in die aktuellen Gesetzesvorhaben der Regierung einzubringen. Eine kompetitive Opposition hingegen versucht vor allem, sich von der Regierung abzugrenzen und deren Fehler aufzuzeigen. Dadurch möchte sie sich für die nächsten Wahlen positionieren und als bessere Alternative darstellen. Ich finde die Unterscheidung sehr spannend, sehe ich die AfD doch als kompetitive Opposition an. Was ist nun Aufgabe der Opposition? In der parlamentarischen Demokratie soll die Exekutive, also die Staatsgewalt, der Kontrolle durch das Parlament unterliegen. Im Rahmen dieser parlamentarischen Kontrolle kommt den oppositionellen Fraktionen eine besondere Bedeutung zu, da sie im Unterschied zu den Regierungsparteien in kritischer Distanz zur Exekutive stehen. Soweit jedenfalls die Theorie. Was bedeutet das aber nun in Wirklichkeit? Haben alle Abgeordneten und Fraktionen die gleichen Rechte? Gelten auch ungeschriebene parlamentarische Regeln, die seit der Zeit der Nationalsozialisten von Bestand waren, noch heute? Ich will es Ihnen leicht machen. Die alten Parteien halten es hier oftmals mit Radio Erivan. Frage an Radio Erivan. Haben alle Abgeordneten und Fraktionen dieselben Rechte? Antwort: Im Prinzip ja, es sei denn, sie kommen von der AfD. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel aus dem Landtag NRW. Im Rahmen der konstituierenden Sitzung zu Beginn der Legislaturperiode werden seit Urzeit der Landtagspräsident und dessen Stellvertreter gewählt. Es war Usus, dass jede Fraktion einen Stellvertreter benennen durfte, der dann auch gewählt wurde. Im Prinzip geschieht dies auch dieses Mal mit dem kleinen Unterschied, dass keiner von der AfD dabei war. Und dies, obwohl die AfD-Fraktion tatsächlich stärker vertreten war als die der Grünen. Es geht dabei nicht nur um die besonderen Vergünstigungen, die ein stellvertretender Parlamentspräsident hat. Das wären beispielsweise doppeltes Einkommen, ein Audi A8 als Dienstwagen, Diensträume, mehr Personal und das damit verbundene Renommee. Nein, es geht auch um viel mehr. Natürlich gibt es außerhalb des Ältestenrates eine präsidiale Konferenz, in der die Sitzungen des Parlaments vorab besprochen werden. Das dient der Vereinfachung und fördert die Demokratie. Nur eben ohne die AfD. Die wird häufig ausgerechnet von Parteien, die es mit Demokratie und Rechtsstaatlichkeit eben selbst nicht so genau nehmen, als nicht rechtsstaatlich dargestellt. Das Prinzip des Radio Erivan funktioniert bestens in Deutschland. Wir entwickeln uns hier langsam zu einer Bananenrepublik. Damit werden übrigens Millionen AfD-Wähler, im Bund waren es über 6 Millionen, direkt vor den Kopf getreten. Im Land NRW, wie eben auch gesagt im Bund. Bei der postdemokratischen Verrohung, die unsere Gesellschaft zurzeit durchlebt, und da komme ich gleich noch drauf, leider ein durchaus üblicher Vorgang. Für die alten Parteien, nicht für uns. Das Spiel geht dann weiter. Sie wissen alle, dass es auch für uns in Nordrhein-Westfalen Gewaltenteilung gibt. Ein elementarer Bestandteil der Gewaltenteilung ist auch der Verfassungsgerichtshof. Judikative. Die Gewaltenteilung, dieses Prinzip einer jeden wirklichen Demokratie, wird in dem Moment unterbrochen, in dem Verfassungsrichter
unter den Fraktionen ausgekungelt werden, um dann vom Parlament bestätigt zu werden. Meine Damen und Herren, ich persönlich halte das für falsch. Meiner Meinung nach müssten mindestens unsere höchsten Richter durch ein unabhängiges Gremium ausgewählt werden. In diesem Gremium sollten dann auch schon Richter dabei sein. Die haben nämlich in aller Regel mehr Ahnung von der Materie als irgendein Abgeordneter, der regelmäßig nicht vom Fach ist. Was hat das nun mit Oppositionsrechten zu tun? Ganz offenbar werden in Nordrhein-Westfalen Richterstellen nicht mehr nach Eignung und Fähigkeit besetzt. Womöglich nach Parteibuch. Ich mache da gar nicht weiter drüber nachdenken. Denken Sie aber selbst bitte daran, der Landesverfassungsgerichtshof entscheidet unter anderem über die Auslegung der Landesverfassung. Die Vereinbarkeit von Landesgesetzen mit der Verfassung und über Beschwerden im Wahlprüfungsverfahren. Das heißt, wenn der AfD bei der letzten Landtagswahl bei Wahlauszählungen Stimmen abhanden kommen, beim letzten Mal waren es rund 2200 Stimmen, dann hat das Landesverfassungsgericht über die Wahlanfechtung zu entscheiden. Oder wenn die alten Parteien natürlich völlig uneigennützig das Wahlrecht für Ausländer einführen wollen, dann wiederum wäre das Landesverfassungsgericht am Zuge. Meine Damen und Herren, Sie sehen, solche Richterpersönlichkeiten, die über solche wichtigen Sachen zu entscheiden haben, müssen mit Bedacht ausgesucht und auf Herz und Nieren geprüft werden. Nicht so in Nordrhein-Westfalen. Hier werden die Verfassungsgerichter durch die alten Fraktionen ausgekungelt. Vor der letzten Kungelrunde wurde unsere Landtagsfraktion exakt am Vortag gegen 18 Uhr darüber informiert, dass am kommenden Tag höchste Richter zur Wahl stehen. Wir konnten mit den vorgeschlagenen Personen überhaupt nichts anfangen. Sie waren uns nicht einmal bekannt. Aus Respekt und Achtung vor unserem höchsten Landesgericht und vor unserem Souverän, dem deutschen Volk, beantragen wir daher die Absetzung des Punktes von der Tagesordnung. Sie können jetzt raten, aber das Ergebnis steht fest. Wir ernteten dafür sehr viel Spott und Häme. Der Grundtenor der Gegenreden war dahingehend, wir haben die Mehrheit und wir machen, was wir wollen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das verstehen wir von der AfD nicht unter Demokratie. Das hat allenfalls etwas von türkischer Demokratie. So etwas gibt es allerdings nicht nur im Landtag. Als Vorsitzender unserer Kreisfraktionsgemeinschaft hielt ich im vergangenen Dezember die Haushaltsrede, während der Landrat von der SPD minutenlang über einen einzelnen Schokoladenweihnachtsmann aus angeblich fairer Herstellung schwadronierte, wurde mir, als ich das Thema Sicherheit im Hinblick auf die Vergewaltigung eines jungen deutschen Mädchens durch einen stadtbekannten Asylanten aufarbeitete, einfach kurzerhand das Mikrofon abgestellt. So sieht das aus mit der Wahrung von Demokratie und Oppositionsrechten durch die alten Parteien. Das geht von oben, vom Bundestag bis runter in die kleinsten Parlamente. Es ist eine Schande. Ich möchte nun den französischen Literaturnobelpreisträger André Gide zitieren, der sagte, in einem Staate die Opposition zu unterdrücken oder auch nur sie zu hindern, sich zu äußern, und zu zeigen, ist eine außerordentlich schwerwiegende Sache, nämlich die Ermunterung zum Terrorismus. Meine Damen und Herren, dieses Zitat, das die heutige Situation zutreffend beschreibt, davon können wir AfD-Leute ein Lied singen. Angriffe auf die Opposition werden von den Blockparteien nämlich nicht nur geduldet, sondern wie im Falle von Pöbel, Ralle, Ralf Stegner sogar ausdrücklich gefordert. Immerhin ist Ralf Stegner stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD und auch das ist ein Skandal. Aber meine lieben Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, wir werden uns Gehör verschaffen. Darauf können Sie sich verlassen.
Dass die aktuelle Landesregierung bereits bankrott ist, zeigt sich an allen Fronten. Sie ist auch moralisch am Ende. Vielleicht haben Sie mitbekommen, dass Landeschef Armin Laschet von der CDU einem zu Tode gekommenen Polizisten in Köln am Rosenmontag in voller Karnevalsmontur zu gedenken versucht hat. Nachdem erst Linksextremisten den Tod eines Polizisten, des Polizisten im Netz unbehelligt gefeiert hatten, demütigte Herr Laschet durch seinen respektlosen Faschingsauftritt die Familie des Mannes gleich noch einmal. Eine Bankrotterklärung gab es kürzlich auch vom Innenminister. Meine Damen und Herren, in Nordrhein-Westfalen gibt es im Durchschnitt 3 Messerangriffe pro Tag. Das gibt eine neue Stichwaffenstatistik preis. Ich finde allein, die Schaffung einer Stichwaffenstatistik ist unverschämt. Wir holen uns die Probleme ins Land und bekämpfen sie mit einer Statistik. Das ist Realpolitik à la CDU und FDP in NRW. Innenminister Herbert Reul hat zu diesem alarmierenden Wert die folgende Expertise abgegeben. Zitat: Bürgerinnen und Bürger müssen einfach sensibler werden. Man muss nicht unbedingt Menschen nah an sich heranlassen. Lassen Sie sich diesen Sicherheitstipp des zuständigen Innenministers Nordrhein-Westfalens bitte einmal auf der Zunge zergehen. Ein Parteiapparat, der durch und durch bankrott ist, hat nichts mehr zu seiner Rechtfertigung vorzuweisen, und das ist der Beweis. Und was macht er? Die alten Parteien, die Blockparteien, sie dämonisieren die legitime Opposition der AfD und inszenieren sich selbst als Bollwerk der Demokratie, und das ist schäbig. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, wir von der AfD sind angetreten, um uns unseren Staat und unsere Heimat zurückzuerobern. Wir lassen uns auch nicht davon blenden, dass zurzeit Heimatministerien wie Pilze aus dem Boden schießen. Wir wissen natürlich, dass solche Ministerien nur als Popanz aufgebaut werden, um den deutschen Michel noch etwas ruhig zu stellen. Schauen Sie sich die Laiendarsteller aus dem Ministerriegen einfach an, und Sie werden mir sicher recht geben. In diesem Sinne danke ich für Ihre Zeit und gebe das Mikrofon gerne an Steffen Christ zurück. Kann ich aber auch. Liebe Freunde, wenn ich etwas heiser rübergekommen bin, das liegt daran, dass ich erkältet bin. Es waren nicht die Russen. Ich habe gerade darüber gesprochen. Und das, an meiner Seite steht Dr. Christian Blex. Dr. Christian Blex ist mein Freund, und Landtagsabgeordneter Christian Blex ist stellvertretendes Mitglied unseres Landesvorstandes. Er ist verheiratet, hat 2 Kinder. Er war mit mir in Syrien. Wir haben eine spannende, tolle Zeit erlebt. Und ich würde jetzt einfach das Mikrofon an ihn weitergeben, weil er ist ein toller Kerl.
Ja, meine Damen und Herren, liebe Parteifreunde und liebe Patrioten. Neben meiner Tätigkeit für Landesvorstand bin ich auch Kreissprecher dieses Kreisverbandes hier und wir hatten schon mal ein paar schöne Veranstaltungen hier gehabt und es hat sich von Mal zu Mal gesteigert. Heute ist die Halle voll, sie ist wirklich praktisch bis auf den letzten Platz voll und ich möchte einfach sagen, danke, das ist ein wunderbarer Anblick von oben, so viele Menschen zu sehen, die sich einfach mal fernseits der Systemmedien selbst ein eigenes Bild von Herrn Höcke und von uns machen wollen. Dankeschön dafür. Und die allerwenigsten von Ihnen werden es wissen. Es war bei mir Björn Höcke, der mich damals 2015 auf die Straße geholt hat. Im Oktober 2015 hat er mich überzeugt, gegen Merkels illegale Grenzöffnung auf die Straße zu gehen. Und ich als klassisch Konservativer, mancher war ja in der Jugendzeit irgendwie links oder sowas, war ich nie. Ich hatte vorher noch nie einer Demonstration teilgenommen. Man glaubte immer, das kann doch nicht sein, dieser Rechtsbruch. Man glaubte als Konservativer immer an Rechtsstaat. Und die Enttäuschung darüber 2015 war eine ganz einschneidende zu sehen, was Frau Merkel unserem Land angetan hat. Und natürlich teilten wir damals schon, Björn Höcke und ich, die gleichen Ansichten. Aber dieser Ruck, auf die Straße zu gehen, als es nötig war, der kam erst durch Herrn Höcke. Und es gibt nur ganz wenige Politiker, die so mutig für ihre Überzeugung eintreten wie er, trotz aller Konsequenzen, die das in der heutigen Zeit leider mit sich bringt. Sie haben natürlich mitbekommen, dass Björn Höckes Familie ein Jahr lang von einer linken Pseudo-Künstlertruppe rund um die Uhr observiert worden war. Und Herr Höcke wird in Kürze hier sein. Er hat dazu ganz zu Recht gesagt, wer so etwas tut, das ist kein Künstler, sondern ein Terrorist. Um in diesem Land nicht mit dem Strom der Bekloppten zu schwimmen, sondern seine Meinung zu sagen und für seine Überzeugungen einzustehen, dazu braucht es heute ja leider schon wirklich eine ganze Menge Mut. Ein kleines bisschen davon, also nicht zu viel, aber ein kleines bisschen davon braucht auch Udo Hemmelgarn, MdB, Thomas Röckemann, Steffen Christ, Dr. Harald Weil, Frank Pasemann, Jürgen Pohl und ich, als wir Anfang März nach Syrien aufbrachen. Die Reise war ein persönlicher Wunsch von mir und ich hatte sie da auch maßgeblich mitorganisiert, weil es uns wichtig war, uns selbst ein Bild vor Ort zu machen, weil wir kein Vertrauen weil wir keinerlei Vertrauen im Grunde mehr in die Berichterstattung unserer Systemmedien hatten. Und zu Recht, ja, und es hat sich gezeigt, zu Recht. In Damaskus und in Aleppo befanden wir uns teilweise innerhalb der Reichweite der Raketen der damals da noch verbliebenen Terroristen. Und meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Systemmedien sagen, es sind moderate Terroristen, wer Kirchen beschießt, wer Kindergärten und Schulen gezielt unter Feuer nimmt, wer auf Märkten gezielt Menschen, Frauen und Kinder tötet, wie das die Terroristen in Osgoota getan haben, der ist kein moderater Rebell. Er ist ein mieser, dreckiger Terrorist und nichts anderes. Und das Schlimme war, dass wir, während wir in Aleppo und Damaskus waren, theoretisch in der Reichweite noch der Granatwerfer,
So lagen wir gleichzeitig, das war viel schlimmer, auch unter dem ständigen Beschuss durch die hiesigen Systemmedien. Und deren Eifer beim Versuch, jeden unserer Schritte zu diskreditieren, kam höchstens dem gleich, Björn Höcke die Worte im Munde umzudrehen. Kein Wunder, in Syrien vor Ort gewesen waren diese Schmierfinken ja seit Jahren nicht. Ich sage Ihnen eins, kaum dass wir da waren, kriegten wir plötzlich die Anfragen. Plötzlich wollte ein ZDF-Team schauen, wie wir denn untergebracht sind. Sie wollten Ihnen nicht die Bilder von Syrien zeigen, das hatten Sie überhaupt kein Interesse dran. Sie wollten dann plötzlich, wo wir da waren, kriegten wir Anfragen von der FAZ und vom ZDF, ob sie uns mal in Syrien besuchen könnten. Das ist also an Obszönität nicht zu überbieten, das Ganze. Und ja, Sie müssen das verstehen. Für die links-grün versifften Systemmedien stand und steht viel auf dem Spiel. Für Ihren Refugee-Welcome-Kurs können Sie Bilder des normalen Alltages und Wiederaufbaus, wie wir sie aus Syrien zurückgebracht haben, überhaupt nicht gebrauchen. Sie sind es ja, die aus Wirtschaftsflüchtlingen, Kriegsflüchtlinge und aus islamistischen Halsabschneidern und Kindermördern moderate Rebellen machen. Und falls Sie, wie ich, Bilder und Videos der unvorstellbaren Grausamkeiten dieser moderaten Terroristen gesehen haben, die einen 12-jährigen Jungen 2016 in Aleppo zum Beispiel bestialisch mit einem Messer den Hals abschneiden, ja, dann wissen Sie, dass dies eine Schandtat darstellt, für die es eigentlich keine Worte gibt. Viecher. Die unabhängige britische Journalistin Vanessa Beely besuchte im Dezember 2016 das soeben von den Terroristen befreite Aleppo als eine der ersten westlichen Journalistinnen überhaupt. Sie drückte die Mitschuld der Kartellmedien am Grauen des Krieges so aus. Zitat: Im Grunde haben die Mainstream-Medien die Fortsetzung des Elends und Leid der Syrer gewährleistet. Anders ausgedrückt hatten die rund 110.000 Zivilisten, die Ost-Aleppo verließen, in der Hölle gelebt. Diese Hölle wurde von diesen Medien aufrechterhalten, unterstützt und befördert. Infolgedessen. Mein erster in Bezirk Hanano gewonnener Eindruck brachte mich den Tränen nahe. Die Bewohner, die buchstäblich 48 Stunden zuvor befreit worden waren, kamen auf die Straße und dankten uns. Sie hatten nicht verstanden, dass unter uns Mitglieder der Mainstream-Medien waren, von denen die meisten wegen der Beihilfe zu Kriegsverbrechen strafrechtlich verfolgt werden sollten. Zitat Ende. Und diese Systemmedien, die werfen der AfD ein menschenverachtendes Verhalten vor. Es ist pervers. Wann schlagen die Antifa-Künstler eigentlich ihr Lager vor den Reaktionsstuben von Springer und Co. auf, um die Verantwortlichen der Kriegspropaganda an den Pranger zu stellen? Trotz des erlaubten Leids in Syrien gibt es aber keinen vernünftigen Grund, so zu handeln, wie es die Bundesregierung mit der unkontrollierten Aufnahme von Hunderttausenden Syrern seit 2015 getan hat und mit dem Familiennachzug weiter verschärfen möchte. Denn der Löwenanteil syrischer Flüchtlinge besteht ja aus Binnenflüchtlingen. Laut den Vereinten Nationen haben 6,1 Millionen Vertriebene Schutz in den von der Assad-Regierung gehaltenen Gebieten gesucht. Da flüchten also 6,1 Millionen Syrer in die von Assad kontrollierten Gebiete. Wir selbst haben ja mit eigenen Augen gesehen, dass das Leben dort den Umständen entsprechend normal weitergeht. Und welche Überschrift lese ich am Sonntag auf Bild.de? Bestie Assad schlägt wieder zu. Wieder Giftgasangriff in Syrien. Zitat: Am Samstagabend hat das Assad-Regime nach Angaben von Ärzten und Aktivisten die noch etwa 200.000 eingekesselten Zivilisten in der Region Ost Ghouta mit Giftgas angegriffen. Zitat Ende.
Meine Damen und Herren, es war am 30. März, also keine 10 Tage vor dem Giftgasangriff, als bekannt wurde, dass Donald Trump zumindest behauptete, den amerikanischen Einsatz in Syrien komplett beenden zu wollen. Da haben viele übrigens von Ihnen zum ersten Mal mitgekriegt, dass die Amerikaner seit Jahren völkerrechtswidrig Bodentruppen in Syrien unterhalten. Das wissen viele gar nicht, weil unsere Medien nicht darüber berichten. Aber er brauchte das ja dann nun nicht mehr beenden. Im Gegenteil, er hat seinen Grund bekommen, aufs Übelste zum Krieg zu hetzen. Westliche Kartellmedien in Kollaboration mit unserer Regierung haben vollkommen faktenbefreit mit dem Finger auf Assad gezeigt. Also ausgerechnet den Mann, der kurz davor steht, die Terroristen in seinem Land zu besiegen. Assad hat nun wirklich bei allem, was man sonst ihm nachsagen kann, aber er hat wirklich überhaupt kein Interesse, seine eigenen Landsleute zu vergasen, damit die westlichen Kriegstreiber einen Grund haben, sein Land zu zerbomben. Denn eins kann ich sagen, die Politiker, die wir da unten kennengelernt haben, die waren alle rational. Ja? Das Einzige, was man nicht macht, ist aus Jux und Dollerei einfach mal 40 Menschen zu vergasen, damit die US-Amerikaner danach kommen und mir mit ihrer Flotte und ihren Flugzeugträgern das Land in Schutt und Asche legen. So handelt kein Politiker. Der britische Botschafter hat gesagt, jedes Kind, ehemalige britische Botschafter Peter Ford, der war Syrien-Botschafter bis 2006 des Vereinigten Königreichs, hat gesagt, hierzu übrigens, jedes Kind könne das verstehen und jeder Erwachsene auch, er müsste nur sein Hirn anschalten. Aber Logik ist im postfaktischen Zeitalter nicht mehr gefragt. Dafür bietet Bild seinen Lesern wieder schreckliche Bilder von Kinderleichen mit freundlicher Genehmigung der vermeintlichen Hilfsorganisation Weißhelme. Über die Weißhelme sagt der Nahostexperte Günther Meyer vom Zentrum für Forschung zur arabischen Welt an der Universität Mainz übrigens, Zitat, diese Organisation wird vor allem von den Regierungen in London und Washington mit mehreren 100 Millionen US-Dollar finanziert. Sie hat in erster Linie die Aufgabe, die Medien mit herzzerreißenden Videos und Fotos von den Opfern der brutalen Angriffe des Assad-Regimes zu versorgen. Dass diese Bilder vielfach inszeniert werden, hat sich bereits bei der Belagerung von Ost-Aleppo gezeigt. Zitat Ende. Übrigens, Sie haben ein entsprechendes Zitat, vollkommen überraschend für mich, einmal im Mittagsmagazin am 10. April gesehen. Da wurde genau dasselbe gesagt. Es war eine rühmliche Ausnahme im vollkommen gleichgeschalteten sonstigen Systemmedienkartell. Und Russlands Verteidigungsminister hatte bereits Mitte März gewarnt, Mitte März, dass Vorbereitungen für einen Chemiewaffenangriff seitens der Terroristen getroffen würden, und zwar, Zitat, in Koordination mit den Weißhelmen. Zitat Ende. Der Angriff, so Moskau, werde dann Assad in die Schuhe geschoben und solle so einen militärischen Angriff auf das Regierungsviertel von Damaskus rechtfertigen. Russlands Außenminister erklärte am vergangenen Sonntag nach dem Giftgasanschlag, dass dies ernsthafte Konsequenzen nach sich ziehen könne, nicht zuletzt, weil sich im Regierungsviertel von Damaskus auch Dutzende Russen aufhalten. Meine Damen und Herren, seien Sie sich gewiss, wenn Donald Trump den Befehl zum Angriff auf Damaskus gibt und damit die offene Konfrontation mit Russland riskiert, dann wird das der Tag sein, an dem unsere kriegstrommelnden Systemmedien ihre Hetze gegen diesen US-Präsidenten ruckzuck einstellen werden. Ein Mangel an Bildern von toten und verletzten Kindern wird es dann jedenfalls nicht geben. Ihr Leid wird eine Hochkonjunktur für die Asylindustrie sein. Ein wahrer Teufelskreis. Darüber hinaus schadet die Auswanderungsbewegung Syrien immens, mit oder ohne Assad an der Regierung. Dass sie auch Deutschland in 95% aller Fälle nicht bereichert,
Darauf muss ich an dieser Stelle nicht näher eingehen. Wirklich jeder, mit dem wir uns in Syrien unterhielten, egal ob Menschen aus der Zivilgesellschaft, der Regierung oder hohe geistliche Würdenträger, jeder hat uns erzählt, dass die nach Deutschland eingefallenen Menschen in ihrer Heimat dringend für den Wiederaufbau benötigt werden. Ich möchte abschließend einen, den syrisch-katholischen Erzbischof von Aleppo, Anton Schader, zitieren. Ich hatte dieses Zitat bereits auf unserer Pressekonferenz gebracht und Sie haben gesehen, über mein Statement ist ja auf Phoenix berichtet worden. Es ist einmal geschnitten worden. An dieser Stelle ist es geschnitten worden. Und Sie werden vielleicht gleich sich vorstellen können, warum. Sie müssen sich vorstellen, Herr Schader, wir saßen in Aleppo vor 13 höchstrangigen christlichen und muslimischen Würdenträgern, vereint, friedlich nebeneinander saßen sie da. Der maronitisch-katholische Erzbischof von Aleppo, der syrisch-katholische Erzbischof von Aleppo, ein hoher Vertreter der Neuevangelien, orthodoxe Vertreter und natürlich dann also auch die muslimische Seite. Und vor diesen 12 anderen sagte der syrisch-katholische Erzbischof, nachdem er eine lange Zeit zugehört hatte, dann wurde er zum Schluss wütend und er sagte etwas, was er mir danach auf meine Nachfrage schriftlich mit E-Mail vom 12. März diesen Jahres bestätigt hatte. Ich zitiere aus der E-Mail. Ja, wir drängen auf die Rückkehr unserer syrischen Flüchtlinge, die sich im Ausland aufhalten, in ihre syrische Heimat. Und wir bitten die Europäische Union, der Unterstützung des Terrors in Syrien ein Ende zu setzen, damit die Menschen in Syrien wieder in Frieden leben können. Es reicht mit dem Blutbad und dem Terror. Wir wollen in Ruhe leben wie vor dem Krieg. Meine Damen und Herren, das war kein Terror-Mufti. Das war ein hoher es gab nie einen Terror-Mufti, wir haben uns nie mit einem getroffen. Sie haben die schäbige Berichterstattung in den Medien darüber gesehen. Der Großmufti von Syrien ist von den deutschen Medien und der EU bis 2010 hofiert worden. Er hat danach nur eins nicht gemacht. Er hat sich nicht gegen die Regierung gestellt. Und das war sein Verbrechen bei den Systemmedien. Und deshalb, das lag alles aus. Aber diese entscheidende Sache, hohe geistliche Würdenträger wollen die Rückkehr der Auslandsflüchtlinge in ihre Heimat, damit sie beim Wiederaufbau helfen können. Das kann der Regierung Merkel nicht passen. Und deshalb hat dieses Faktum in der Berichterstattung über unsere Syrienreise keinerlei Wiedergabe in den Systemmedien gefunden. Keinerlei. Es wurde schlichtweg ignoriert. Und das ist der eigentliche Skandal. Wie wollen sich die Bürger unseres Landes ein Urteil über die verheerende Politik Frau Merkels bilden, wenn die Systemmedien ihnen diese Informationen einfach vorenthalten? Dabei hängen die Schicksale Syriens und Deutschlands längst zusammen. So kann ich mich auch den Worten des Erzbischofs nur anschließen. Denn auch wir Deutsche wollen, Zitat, in Ruhe leben, wie vor dem Krieg. Und auch für uns in Deutschland gilt, von Berlin bis Kandel und in die kleinste Provinz, es reicht mit dem Blutbad und dem Terror. Dankeschön.